tödlicher Ausgang eines fröhlichen Schützenfestabends in Isringhausen bei Drolshagen. In der vergangenen Nacht starb ein 20-jähriger Wendener bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Heimweg auf dem Beifahrersitz seines Freundes. Gegen 0.48 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Passat aus Wenden zusammen mit drei Mitfahrern den schmalen Verbindungsweg von Isringhausen nach Wendenhuppen, der auch gerne als Promilleweg genutzt wird. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht mit der Beifahrerseite vor einen Baum. Der 20-jährige Mann auf dem Beifahrersitz des Passat verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden hinteren Insassen, jeweils 18 und 23 Jahre alt, wurden ebenso wie der Fahrer schwer verletzt und teilweise in dem Fahrzeug eingeklemmt. Stefan Clemens, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Olpe dazu. Ja, in der letzten Nacht ist es zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, hier bei uns im Bereich. Und zwar ist im Bereich Isringhausen, Drolshagen-Isringhausen, ein junger Mann, ein 18-jähriger Fahranfänger, mit seinem Pkw mit noch drei weiteren jungen Männern unterwegs gewesen auf der Verbindungsstrecke nach Wendenhuppen. Ausgangs einer Linkskurve ist er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ist gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Der Beifahrer hat bei dem Aufprall tödliche Verletzungen erlitten. Alle anderen Insassen wurden schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher, der kurzfristig auch im Fahrzeug eingeklemmt war, erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Besonders tragisch ist der Umstand, dass an dem Abend aufgrund einer Schützenfestveranstaltung in einem nahegelegenen Dorf, wo wir wissen, dass diese Fahrtstrecke häufig als Schleichweg benutzt wird, die Kollegen der Wache Olpe genau dort Alkoholkontrollen gemacht haben. Man hat kurz vor dem Unfall hat man noch jemanden angehalten, der alkoholisiert war, ist mit dem hier zur Wache nach Olpe gefahren und in der Zwischenzeit ist halt der tragische Unfall passiert.